und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge haben wir hier so ein paar Leute aufgemöbelt. Und wir haben dann am Ende festgestellt, dass wir woanders hin müssen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Moment, das dreht sich immer mit. Ich reite mal einfach. Was? Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf. Was, er hat gezappelt und geschrien? Von wem redet ihn jetzt schon wieder? Trinkst du ein Gläschen mit mir? Nö. Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemann. Aber. Achso, ich war gar nicht gemeint. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir. Aber wir müssen ja eigentlich die richtige Richtung reiten. Ich hoffe, dass er in diesen automatischen Modus jetzt die Leute nicht umreitet. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, man kann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht galoppieren in einem automatischen Modus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es sind immerhin noch einige Meter neue Markierung Mühle. Jetzt ist er aber in die falsche Richtung am Reiten, oder? Nee, doch nicht. Ach so, weil er da über die... Okay. Aber doch, ich kann auch galoppieren, so wie es aussieht. Ach, dieser Gestank. So. So geht's dann schneller. Das ist cool. Also das finde ich persönlich eine gute Erfindung. War natürlich schon immer so, aber ich finde es trotzdem klasse. Wo reitet der denn jetzt hier hin? Langsam. Genau. Kann er mir mal sagen, wo der jetzt eigentlich hinreitet? Der ist doch hier... Wollte ich gerade sagen, der reitet doch in die völlig falsche Richtung. Hä? Ich will hier hin. Wegpunkt platzieren. So. Da möchte ich hier nur nicht genau in die entgegengesetzte Richtung. Was soll denn das? Hey. Ich denke, dann reitet der automatisch mein Dings entlang. Könnt ihr mal aufhören, immer dahin zu reiten, wo ich hin will? So. Mal gucken. Jetzt reitet er wieder nicht in die richtige Richtung. Doch. Langsamer. Ja, Moment. Wir kontrollieren das jetzt nochmal. Wir müssen im Prinzip nur der Straße folgen und nachher nach links runter. Mal gucken, ob der das dann macht. Na komm. Nee, er will jetzt nach rechts. Nee, er reitet nach links. Okay. Okay. Ich lasse das übrigens jetzt mal drin. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass der hier so blöd reitet. Wieso sind wir jetzt eigentlich schon wieder hier? Leute, euer Ernst jetzt. Ist der jetzt... Der ist wirklich wieder darüber. Also, gut. Komm schon, Plätze. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Lass den Unsinn. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er reitet immer in die falsche Richtung, sobald hier irgendwie Wasser kommt. Also kommen die jetzt zu mir geritten. Lauf. Ich werde jetzt erstmal zum Zielort rüber reiten. In der Hoffnung, dass ich doch heute nochmal ankomme. bewachter Schatz. Oh, okay. Oh. Okay, von Wölfen bewacht. Da wollen wir jetzt erstmal aber nichts mit zu tun haben. Wir wollen ja jetzt eigentlich... Wir sind aber jetzt schon da, also brauche ich euch jetzt auch gar nicht mehr rauszuschneiden. Ach, die sind am Trainieren. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt hier ab? Okay, ich glaube, ich gehe mal lieber von Plötze runter, ne? So wie das hier aussieht. Könnte vielleicht ganz gut sein. So... Daran kann ich mich auch erinnern. Das habe ich auch damals noch aufgenommen. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich. Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Okay. Dadurch. Halt! Wieso? Ach so, mit denen könnte ich aber auch noch reden, oder? Obwohl mein Ziel ist eigentlich... Er, Igloir.
Ja, mein Ziel ist auch im Turm, das ist gut. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Aber er scheint sowohl intelligent zu sein. Immerhin hat er erkannt, dass ich kein Zwerg bin. Und er scheint doch sehr gerecht zu sein. Ich kann es nicht leugnen, genau. Willst du von ihm auch was beschlagnahmen? Sehr aufmerksam von dir. Und wenn ihr jetzt ein riesiges Geräusch hört, das ist die Straßenkehrmaschine. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Mhm. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Aha. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ein bestimmtes Kraut, mehr Informationen über den Greif. Woher soll ich wissen, was ich da brauche? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Okay. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Was? Ja, wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile schon festgestellt, dass wir das über die Karte machen können. Oder zumindest können wir so ein Ziel reinmachen. Flieder und Stachelbeeren. Moment, jetzt gehen wir nochmal auf die Weltkarte. Hier unten frage den Jäger nach dem Fundort und hier frage die Kräuterfrau. Da die Kräuterfrau ja zuerst ist, nehme ich mal den als Wegpunkt. So,
sehe ich hier gerade gar nichts. Wir müssen hier raus. Ach, ich darf die Sachen wahrscheinlich nicht mitnehmen hier, ne? Handwerker. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, schmieden Waffen, logischerweise. Rüstungsschmiede stellen Rüstung her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Du bist aber Quartiermeister. Meinen die dich jetzt mit Handwerker? Zutaten sammeln? Oh. Pusteblume. Kopelere Serit es Marf. Ist auch noch was? Serit Stylin Zern. Das ist zu viel. Nordling. Pass bloß auf. Nein, schließen. Ja, weiß ich. Was? Ich konnte es nicht mehr sehen. Pusteblume, das darf ich aber sammeln. So. Ich will ja hier nichts klauen. Ich dachte jetzt nur, dass man das so einsammeln kann, aber okay. Ich muss aber sagen, also anfangs war es ja nicht so scharf, aber mittlerweile, ich weiß nicht, was damit passiert ist, ist es irgendwie schärfer geworden, habe ich das Gefühl. Nee, jetzt bin ich hier oben. Ich wollte eigentlich runtergehen. Nein, ich will nicht mit euch allen reden. Ich will Plötze. Oder auch nicht. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Okay. Ja, an die kann ich mich auch noch erinnern. Aber ich denke, dass wir da keinen Wegweiser haben, ne? Mal im Schauen. Oh, doch. Oh, dann. Von hier aus ist keine Schnellreise möglich. Willst du mich verarschen? Ich stehe doch direkt neben einer. Ich denke, die ist gerade... Geh mal aus dem Weg hier. Schnellreisen. So. Darf ich mich auch mal bewegen hier? Danke. So, das wäre natürlich klasse, weil da müssen wir nicht so lange reiten. Die Frage ist, wo ist Plötze? Plötze! Mein liebes Pferd. Also irgendwie zeigt er mir was an. Die hat Schluckauf. Okay. Moment. Achso, mit zweimal mit links drücken. Moment, da irgendwo ist Plätze. Da! Plätze! Sehr schön. Ich muss auch da, oder? Nee. Da ist nur die Straße. Moment, 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 Moment. Hat der das noch angenommen als Wegweiser? Nein, hat er nicht mehr angenommen. Aber es ist auf jeden Fall links von uns. Okay. Was war das denn gerade? So. Hier ist die Kräuterfrau. Beweg dich. Hallo, Plötze. Bisschen weiter. So. Ich hoffe, du kommst mit den Wölfen zurecht, Plötze. Ach so, Thema Wölfe. Ich wollte fragen, falls ihr darüber Bescheid wisst, warum er eigentlich der Wolf genannt wird. Weil ich kenne die Teile davor nicht und befürchte, dass das irgendwas damit zusammenhängt. Ich kenne die Serie natürlich auf Netflix, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob da irgendwas war, dass sie das erklärt hatten. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor.
Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Da hat sie nicht ganz unrecht. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. So, ja, frage den Jäger nach dem Fundort. Ach, hat sie mir das jetzt gegeben? Ich habe das... Hallo, kannst du mal auf, für mich hier wegzuschieben, bitte? Finde mit Hilfe deiner Hexersinne etwas Kreuzdorn am Grunde des Flusses. Ach so, das war das, genau. Das ist aber richtig. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das Original wirklich seit Jahren nicht mehr gespielt. Die heißt Lena. Aber ich meine, so schön bunt vor allen Dingen, auch mit dem Grün. Und auch so scharf war es tatsächlich nicht. Ich habe in der ersten Folge gesagt, ich merke da jetzt eigentlich nicht allzu viel von. Aber ich muss das echt zurücknehmen. Also ich denke, ich meine, ich habe das Original, wie gesagt, nicht im Kopf. Ich denke, dass, das ist genau die Richtung, die ich gucke, dass das tatsächlich sehr, sehr verbessert ist. Sieht zumindest danach aus. Können wir hier oben rum? Achso, ich dachte gerade, da ist ein Wolf. Ach. Komm schon! So, in die Richtung war das, ne? Lalala. Wir kommen auf jeden Fall dem Ziel näher, das ist gut. Das macht mir Mut. Springt er ja automatisch drüber? Nein, tut er nicht. Gut, hätte ja sein können. Gute Frau, geht sie nach Vysima? Voll eher ins Grab. Hast du nicht von dem Greifen gehört? Doch, da werde ich mich jetzt drum kümmern. Ich muss nur erstmal gucken, dass ich hier das Zeug finde. So, Plötze, bleib mal stehen. Hexersinne. Wo sind wir denn hier? Moment, oder habe ich jetzt gerade den Jäger? Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Ja, ich doof stehe natürlich jetzt beim Jäger. Ich bin gar nicht zur Markierung geritten. Um den Jäger zu finden. Okay. Er ist in diese Richtung gelaufen, würde ich sagen. Da hoch? Oder? Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Ah, du bist nicht der Jäger, nehme ich mal an. Du bist ein Bauer, okay? Das sind auch alles Bauern. So. Ja, ich sehe hier... Ach so, ich muss sie untersuchen. Mislav ist gerade weggegangen. Sag mir das doch einer. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt nach weiteren Spuren suchen. So ist es natürlich viel cooler. Weil so haben wir direkt... Drücke zweimal, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Das ist der Jäger, oder? Plötze, komm. Wir reden jetzt mit dem Jäger, glaube ich. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Ja. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs.
vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Bald zu spät. Noch ein Angriff. Soll ich jetzt dahin? Der ist so schön am Schießen. Komm, ich helf mal. Falsche Taste. Scheiße. Oh, da war noch einer. Hallo? Voll getroffen, während ich am Ausweichen bin? Geht es noch? Muss ich das eigentlich? Nee, muss ich nicht machen, ne? Tja. Sprich mit dem Jäger. Wie kann ich denn mit dir sprechen? Du willst gerade nicht mit mir sprechen. Ach so! Ich kann nur sprechen, wenn ich das Schwert wegpacke, okay? Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche. Ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor, genau. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ja, genau, ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Ja, normalerweise würde ich sagen, das ist ja alles nichts Besonderes, aber... Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Ich höre und sehe ihn aber. Achso, Moment, wir müssten theoretisch... Genau. Uns heilen. Ja, ist ja nichts Besonderes, aber in der Zeit, also spielt ja, so wie ich es verstanden habe, im Mittelalter, war das natürlich schon was anderes. Da waren auch viele Menschen noch nicht so intelligent wie heute. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Doch, es ist mein erster. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Es ist mein erster, denn auch wenn ich das schon viermal mindestens oder fünfmal, ich bin mir gerade nicht sicher... immer wieder aufs Neue aufgenommen habe. Der Greif hat sie gestört. Hab ich den Greifen ehrlich gesagt nie gemacht. Moment, da haben wir jetzt. Da ist doch irgendwo. Da ist doch irgendwo ein Wolf drin. Hallo? Ein Lager? Den höre ich doch. Du sollst. Du sollst das nicht wegstecken?
Finde mit Hilfe deiner Hexensinne etwas. Untersuche mit Hilfe da hinten. Sind das Wölfe? Also anscheinend habe ich auch ein besseres Gehör. So wie es aussieht. Aber die kommen im Moment zumindest noch nicht nach hier. Da hinten, oh, da hinten ist ein Wegweiser. Das ist gut. Da ist noch was zum Untersuchen. Der Boden ist schwarz. Gesättigt mit Blut. Da kann ich nicht mehr. Da kann ich auch nicht. Nein? Ja, ist schön. Ich wollte den doch eigentlich nur aktivieren. Ich muss aber hier bleiben, oder? Hier habe ich doch aber schon alles untersucht. Da steht immer noch, ich soll den Ort untersuchen, obwohl. Oder muss ich die Wölfe jetzt finden? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Oder muss ich da noch drauf drücken? Ah, da habe ich nicht drauf gedrückt. Okay. Und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, die sind von da oben gekommen. Ne? Folge den Spuren. Okay, die kann man nehmen. Das ist gut. Komme ich hier? Ja, komme ich wieder hoch? Okay. Nee, ich muss mit B drücken. Ich darf dabei aber nicht meine Kräfte aktiviert haben. Okay. Was haben wir denn hier? Sind die Spuren jetzt da hoch? Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei B gedrückt, um dich an Vorsprüngen auf der anderen Seite festzuhalten. Ja doch, da sind aber. Kann ich da irgendwas mit machen? Oh, die greifen mich auf jeden Fall an. Okay. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Stufe 2. Verfügbare Punkte. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Drücke und rufe das Charakterfenster auf, um eine neue Fertigkeit zu erlernen. Jetzt bin ich auf der Karte gewesen, oder? So, Charakter. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehören. Wähle mit L eine Fertigkeit aus und drücke dann X, um sie zu entwickeln. Ich kann hier gerade. Ah, jetzt steht da was. Schneller Angriff gehört zu den Kernfähigkeiten, ist immer aktiv. Ach so, ich kann die sowieso nicht machen, ne? Die habe ich wahrscheinlich. Das heißt, ich muss die da drunter nehmen.
Muskelgedächtnis. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 10%. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen. Ja, die benutze ich aber im Moment gar nicht. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Zielen mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 50% verlangsamt. Das wäre nicht schlecht, aber ich denke, dass ich noch nicht meine Armbrust habe. Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 33% verringert. Ja. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen, würde ich sagen. Das klingt für mich jetzt im Moment am logischsten. Ja. Möchte ich. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Okay. Wähle eine Fertigkeit aus, würde ich gerne. Jetzt darf ich es. Ich darf. Achso, das ist schon markiert. Okay. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Das habe ich jetzt auch so verstanden. Meditation, Alchemie, Inventar, das ist okay. Ah, Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals einen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Ja, und genau, das war der Teil, der immer ein bisschen zu hoch war. Weil es gibt wirklich so viele verschiedene Sachen in diesem Spiel. Und ich habe damals noch nicht mal ansatzweise nur einen Teil davon kennengelernt. Also es gibt wirklich so viele verschiedene Dinge mit Alchemie, mit der Art, wie man kämpft. Und das ist ehrlich gesagt irgendwann einfach nur zu hoch. Tränke und Öle brauen, einen Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt, bei Waffenschmieden, bla bla bla. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst. Deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Das habe ich damals auch gemacht. Jetzt weiß ich gerade allerdings nicht. Ich muss noch das mit den Hexersinn, also das mit den, mit dem Weißfluss, oder wie heißt das nochmal? Also mit diesem Kraut machen. Wo war das denn jetzt da? Kreuzdorn, genau, das war das. Kreuzdorn. Wir könnten sogar dahin porten. Wenn ich das richtig gesehen habe. War das in der Richtung? Nee, das war hinter uns. Okay. Das war in der Richtung. So, da müssten wir jetzt irgendwo wieder auf den Wegpfeiler kommen. Kann ich hier runter oder stürze ich da ab? Das hat er jetzt sehr gut gemacht. Oje, oje. Ich glaube, dieses Grüne, was immer reinkommt, sind meine Hexersinne, die irgendwie im nahen Umfeld... Oh, ein Hase, hallo. Die im nahen Umfeld Pflanzen und sowas. Jetzt ist es links von mir, na toll. Pflanzen und sowas zeigen. Irgendwo müsste doch jetzt hier die Straße kommen. Da ist die Straße. Ah, da ist der Wegweiser. So, jetzt nehme ich euch noch mit. Später, denke ich mir mal, kann es dann sein, dass ich das einfach rausschneide und euch dann im Zielort quasi mitnehme. Gehen jetzt mal dahin. Haben wir jetzt nicht so viel gut gemacht, aber ich meine immerhin. So. Verfluchtes Wild. Hat mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Das ist mein Problem. Plätze! Mein Lieblingspferd. Götter, helft mir! Warum? Wieso? Weshalb? Ein Mörder! Ja, ist gut. Bewegt dich. So, wir müssen in die Richtung. Drum, drum, drum. Wahrscheinlich sind das jetzt gute Taten, die ich machen könnte, die ich jetzt nicht mache. Aber das ist mir jetzt gerade auch egal, weil ich will erstmal hier dieses Dorn finden. Also Kreuzdorn. Hier war es, glaube ich, ne? Man muss ja ganz ehrlich sagen, es sieht schon sehr geil aus. Ich weiß nicht mehr, wie es damals ausgesehen hat. Das ist mein großes Problem. Und ich bin jetzt doch schon einen gewissen Standard gewöhnt an Spielen.
Aber ich meine, schaut euch das mal an, wie scharf er alleine schon aussieht, ne? Also, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir... Ach, das ist im Wasser, oder wie? Drücke L, um zu schwimmen. Hier sind aber auch irgendwie rote Markierungen. Achso, tauchen, X halten. Und B, um wieder aufzutauchen. Okay. Nein. Mach. Dreh dich. Los. Kreuzdorn. Okay. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Genau. Drücke L, um schnell zu schwimmen. Nein, funktioniert nicht wirklich. Oder? Doch, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller am Schwimmen. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Um mit ihm zu reden, hier. Halten, individuelles Wegpunktefenster. Nee, ich will auf jeden Fall dahin. Dann muss ich da hinreiten. Ich würde sagen, da es jetzt schon recht spät ist wieder, dass ich da mal eben hinreite und euch dann kurz rausschneide und wir uns dann gleich drüben wiedersehen. Bis gleich. So, da sind wir. Am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimmig. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Was ist denn, Wolf? Sag mir doch einfach, warum du mich Wolf nennst. Ich habe einen Vertrag für ein Greifen angenommen, genau. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ja. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das jetzt machen. Also da stand ja drin, dass ich erstmal versuchen sollte zu leveln. Deswegen, ich gehe jetzt mal eben hier raus. Bis später, Wesemir. Ich werde jetzt nochmal kurz das Spiel speichern, für alle Fälle, damit nichts passieren kann. Und dann würde ich sagen, dass wir dann in der nächsten Folge schauen, ob wir das schon schaffen, so einen Greifen zu erledigen. Oder kläglich dabei versagen, was ich im Moment, ehrlich gesagt, eher glaube. Bis zur nächsten Folge. Ciao!